Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Peter Wolfram von der Vienna Business School Hammerlingplatz. Mesdames et Messieurs, je suis Peter Wolfram de la Vienna Business School Hammerlingplatz. Im Jahr 1963 sitzt Martin Luther King im Gefängnis in Birmingham. Er wurde wegen eines friedlichen Protestes auf der Straße verhaftet und dort schreibt er einen offenen Brief, in dem er für gewaltlosen Widerstand gegen den Rassismus appelliert. D'après sa lettre, tout le monde a une responsabilité morale et devrait critiquer les lois injustes et ne doit pas compter à la solution de quelqu'un d'autre. Nachdem King von den Medien als Außenseiter deklariert wurde, schrieb er seine Worte, welche heute für mich Thema meiner Rede sind. Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Où que soit l'injustice, c'est une menace pour la justice partout. Nous, les êtres humains, nous sommes bizarres. Nous faisons appel à la justice, à la vérité, au bien du monde, mais nous sommes aussi ceux qui ferment les yeux s'il y a du mobbing dans la classe, par exemple. Wir machen es uns bequem und setzen bewusst falsche Aktionen und wir benutzen als Entschuldigung oft, es ist nur eine Ausnahme, es ist nur das eine Mal, es tut sowieso jeder. Und wir denken oft an unseren eigenen Vorteil und handeln unfair, aber es tut sowieso jeder, weshalb es okay ist. Wenn eine Person etwas ungerecht macht, wenn eine Person mit schlechtem Beispiel vorangeht, dann kann es sehr gut sein, dass wir ihr folgen. Nous préférons prendre le chemin facile de la vie. Wir gehen sehr gerne den effizienten Weg, ich nenne ihn auch gerne den faulen, einfachen Weg des geringsten Widerstandes. Und dann werfen wir den Zigarettenstummel auf den Boden und dann vermüllen wir normal die Straße. Aussi, il y a une légitimation. Si quelqu'un a la permission de faire quelque chose, je le ferai aussi. La frontière entre nos idées et notre réalité est très mince. Ungerechtigkeit ist wie ein Virus, welches sich rasend verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert wird. Zu Risiken und Nebenwirkungen denken Sie bitte nach und fragen Sie Ihre Mitmenschen. Denn genauso wie ich jetzt Ungerechtigkeit stiften kann, kann ich auch Opfer von Ungerechtigkeit werden. Si j'étais battu comme enfant par mon père, je traiterais mal aussi à mon enfant. Tel père, tel fils. Wenn jemand sich das Recht nimmt und ungeahndet den Staat um Steuern betrügt, dann darf ich es doch auch, oder? Peut-être, c'est un raisonnement logique. Vielleicht erscheint es uns als logischer Gedankenschritt, doch damit denken wir nicht weit genug. Denn jeden Samen der Ungerechtigkeit, welchen wir sehen, bekommen wir als dichtes Unkraut zurück, auch wenn das indirekt passiert. Um vielleicht beim Thema Steuern zu bleiben, wir machen momentan Steuerrecht in der Hack und Schülern wie mir kommen dann natürlich dumme Gedanken, wie man das Finanzamt austricksen könnte. Und daraufhin habe ich einen äußerst richtigen Satz von meiner Professorin in Unternehmensrechnung gehört, welchen ich zitieren will. Sicher kann man Steuerbetrug ausüben. Sicher kann ich Geld unterschlagen, aber dann kann ich bald keine Straßen oder Krankenhäuser mehr benutzen. Es ist alles schön und gut für sich selbst, aber die langfristigen Folgen kann man nicht einschätzen. Je voudrais approfondir cette idée. Oui, j'ai économisé des impôts, et bien sûr, c'est bon pour moi, mais j'ai fait du mal contre les gens qui les payent. Peut-être, il n'y a pas assez d'argent pour réaliser la subvention de mon fournisseur qui n'arrive pas à me livrer, et alors, peut-être, je ne peux plus payer mes factures. Das klingt vielleicht weit hergeholt, aber wir leben in einer Welt, in einer extrem gut vernetzten Welt. Und alles, was wir machen, hat Folgen. Und dieser kann kein Computer der Welt berechnen. Wir können nicht wissen, welche Faktoren ausschlaggebend sind. Und dieses Phänomen wird in der Wissenschaft als Schmetterlingseffekt bezeichnet. C'est lui qui creuse une fosse, il tombera. Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch alles andere. Et maintenant, je vous demande, warum empfinden wir tägliche Ungerechtigkeit als alltäglich? Warum schauen wir dabei zu? Erinnern Sie sich vielleicht noch an die drei Affen von Sachs-Multis 2015? Sind es nicht genau diese Leute wie Martin Luther King, die nicht wegschauen, die nicht weghören und die nicht stumm geblieben sind und die diese Missstände in unserer Gesellschaft aufgegriffen und aufgezeigt haben? Sind es nicht genau diese Leute, die früher von den Medien als Außenseiter deklariert wurden und welche ich heute jetzt zitiere?
Il faut un monde plein d'hommes et femmes comme Martin Luther King. Wir alle sind reife Persönlichkeiten in diesem Raum. Wir sind interessiert und brennen für etwas. Parfois, on ne peut pas compter aux autres. Manchmal muss man selber anpacken. Parfois, on doit battre pour quelque chose ou quelqu'un. Manchmal muss man eine Position einnehmen. Parfois, il faut s'engager pour quelque chose ou quelqu'un. Ich bin kein großer Fan von Reden, die einen negativen Nachgeschmack hinterlassen. Und glücklicherweise habe ich eines erkannt. Das Zitat kann man umdrehen. Gerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht nämlich die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit an jedem anderen. Où que soit la justice, c'est une menace pour l'injustice partout. Wir dürfen nicht warten oder uns darauf verlassen, dass jetzt jemand kommt und die Dinge gerecht macht. Wenn es Menschen gibt, die es schaffen, zu stehlen, zu betrügen, zu lügen, dann gibt es auch Menschen, die geben, die aufrichtig sind, die Missstände aufdecken, die Gutes tun. Chacun peut faire quelque chose pour un monde sans injustice. Und mittlerweile kann jeder dazu beitragen, die Menschheit mit Begeisterung anzustecken. Jeder ist in der Lage, zumindest ein bisschen etwas zu tun, sei es auch nur das Teilen von einer Petition auf Social Networks. Ich habe meine Rede mit Martin Luther King angefangen und will nun auch mit seinen Worten enden. En outre, je suis conscient de l'interdépendance de toutes les communautés et de tous les États. Je ne peux pas rester oisif à Atlanta et ne pas me préoccuper de ce qui se passe à Birmingham. Où que soit l'injustice, c'est une menace pour la justice partout. Nous sommes pris dans un réseau inéluctable de mutualité, attaché dans le seul vêtement du destin. Wir sind gefangen in einem Netzwerk der Gegenseitigkeit und hängen alle gemeinsam auf einem Faden des Schicksals. Tout ce qui affecte directement quelqu'un affecte tout le monde indirectement. Alles, was einen betrifft, hat indirekte Auswirkungen auf alle anderen. Nous ne pouvons plus jamais nous permettre de vivre avec l'idée étroite, provinciale d'un agitateur extérieur. Wir können uns nicht mehr leisten, in unserer kleinen egoistischen Welt zu leben. Merci de votre attention. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.